Willkommen zusammen zu einer neuen Folge von Hof Mecklenburg zusammen mit dem Sachsen-Netzplayer, mit McManus, mit Guden und mit Werner von den Burning Gamers und mit Freezy. Hallo. Hallo. Werner. Hallo. Du hier ist Anna. Hüter des Kuhstalls. Ja. Soll ich hier einen großen Strohhaufen irgendwo in der Mitte auf dem Hof machen oder soll ich den Hänger hier einfach stehen lassen? Stroh ist nämlich jetzt voll. Könntest du mal hier runterkommen zu mir, wo du ihn abgeladen hast, bitte? Jetzt haben wir Freitag, wenn die Folge kommt, oder? Ja. Mhm. Ja. Warte, ich habe auf Matt Montag gehofft. Morgen. Dann fährst du einen großen Bogen und zwar hier rein, bitte. Oder so. Alles klar? Ja. Großen Bogen müssen wir nochmal üben. Oder wolltest du, dass ich hier direkt reinfahre, von vorne? Ist egal, entweder hier oder hier, ganz egal. Und da kannst du das Stroh dann reinballern. Mach ich. Kann man nämlich rausholen, wenn wir es benötigen. Gut. Und es wird nicht nass, wenn es regnet. Mhm. Lass mich mal auch mal zu den Kühen schauen. Ja. Mal gucken, was ihr da macht. Seid ihr denn? Ach, hier. Was ist denn hier? Oh, hier ist ein Mist drin. Ja, schöner Miststreuen. Das ist hier die Kaka von den Kühen? Das ist hier der Aufnahmepunkt, genau. Du hast hier den Kurs vom Guten übernommen, ne? Jo. Müsste. Ja. War zumindest da. Ja, ja, ja. So, wo wird das Stroh nicht nass? Da hinten. Ah, ja. Ich freue mich, okay, okay. Dann mache ich jetzt am besten, haben wir irgendwo eine Wiese, dann würde ich ein bisschen mähen, weil Heu brauchen wir, glaube ich, auch, ne? Also Wiesen, also speziell nicht, aber es gibt tausende freie Flächen, die auch ziemlich groß sind. Am besten so da auf Feld 19, finde ich schön. Auch mal Hektar machen. Was ist denn der leistungsstärkste Traktor, den wir im Moment auf dem Hof haben? Der Lamborghini, glaube ich. Der Lamborghini. Der Lamborghini ist der leistungsschwächste. What? Danke, Randy. Der 230 oder so, der VR. Ich nehme den normalerweise nicht her. Ja, ich sehe es, aber das ist der Ding, wenn ich das jetzt verschiebe, passt das alles nicht mehr. Ich korrigiere ja schon. Das bringt gar nichts. Ja? Wenn du jetzt korrigierst. Achso. Aber. Naja, doch, das. Ja. Ansgar? Ja. Du müsstest bitte, wenn, dann Heu machen, kein Gras. Das kann ich auch machen. Vor allem wird das immer breiter und breiter. Der Schlepper ist der Valtra S mit 400 PS. Oh, den hab ich. Haben wir davon mehrere? Nee. Dann hätten wir den MF mit 350 PS. Der Deutsch ist frei. Mit 310. Und der MF hat auf jeden Fall auch ganz gut Power. Ja, der ist frei. Steht am Hof, glaube ich, in der Halle noch drin. Okay. Ja, hier kann was nicht stimmen. Ja, du hast das GPS nicht an, nehme ich an. Ich habe das GPS an. Hast du den Satellit an? Habe ich auch, ja. Hast du Offset? Nee. Das richtet aber auch kein Offset hier aus. Warte mal, der macht 10,5 Meter und GPS hat automatisch 12 Meter. Ja, 12 habe ich auch drin, genau. Ja, der Schneideberg. Achso, halt, Moment, das sind unterschiedliche Schneidewerke, ne? Sogar ein 12. Das sind 12,30er, also sollte 12 Meter auf jeden Fall passen. Ja. Was ist denn das? Das ist der 12,30? Ah, ja, doch. Achso, ja, wir haben noch einen 10,30 da, deswegen. Also irgendwie ein Crusher 10,30. Ah, okay, dann wird das deshalb. Den 50 ist das eh, naja, 12,3 Meter. Aber nee, das den Drescher, den Friesi hat, den habe ich von gut den Kurs übernommen und bin ja auch den Kurs gefahren. Ja, ich war ja auch bei dir, das hat ja alles gepasst. Friesi hat kaputt gemacht. Oh nein. Doch. Ja, ganz toll. Dann klicke ich jetzt einfach nochmal auf Einkaufswagen und nehme den von Randy, dann müsste sich ja hier was verändern. Leute. Aber tut ja. Es nicht. Ich muss sagen, das Feld ist hardcore. Fahr es mal zu Ende und lässt halt den Endstand. Achso, gut, das zieht sich jetzt eine ganze Weile, ne? Ja, das wird da hinten immer breiter und breiter. Ja. Bin mal gespannt, ob das auf Dauer was für euch ist. Ich meine, ich bin ja abgestumpft. Mich kann man auch 10 Stunden in den Drescher setzen, damit habe ich kein Problem. Aber hier müsst ihr das halt auch mal, ne? Ja. Ich habe kein Problem mit. Ich auch nicht. Wie man ja auch die Möglichkeit hat, immer mal zu wechseln. Ja. Ansgar, wo bist du? Gras mähen? Auf Feld, was hat man eben gesagt? Feld 19 wäre bestimmt schick. 19.
Dann würde ich zettern. Oder halt beim Brauhaus. Scheint auch eine lange Wiese zu sein. Ich glaube aber, dass wir tatsächlich einen ganz kleinen Zettel noch haben, ne? Oder hast du das größte was gekauft? Ne, wir haben den von Kuhn. 9,3 Meter. Der größte, den es gibt, sind 15 Meter. Achso, ja, weiß ich nicht. Ja, 9,3 geht ja. So, jetzt stimmt das. War denn? Ich habe keine Ahnung. Achso, das von Randy nochmal. Ja, ich habe von Randy nochmal übernommen, jetzt passt das alles wieder. Komisch. So, ihr fahrt jetzt hier vor zurück, oder? Jo. Hab ich gedacht, ja. Dann stelle ich mal hier mittig den den Dreher hin. Was kommen eigentlich dieses Jahr so für coole Spiele? Payday. Oh, ich denke so, das eine oder andere wird noch kommen. Ich glaube, Payday 3 wird, glaube ich, noch dieses Jahr released. Eine interessante Sache. Kommt nicht auf Project Cars 2? Das wäre auch eine interessante Sache. So, wo steht denn unser Zettel? Wildlands kommt ja auch noch. Ah, ich sehe. Versteckt. Oh, sorry. Wusstet ihr eigentlich, dass ein Hunter kommt? Also ist ein Hunter? Das Call of the Wild oder so? Habe ich irgendwie komplett verpennt. Ich habe mich gewundert, warum ich ein Paket bekommen habe. Guckst du rein? War ja nirgendwo angekündigt. Aber das war super, das Paket, ne? Doch klar, das war doch lange angekündigt. Wo denn? Ich habe es nicht. Ah, das hat der Publisher doch ziemlich lang angekündigt und aber Randy hat das nicht der Entwickler auch schon. Ja, in diesen Pressemitteilungen. Habt ihr auch das kleine Wildschwein? Wer kriegt die? Jeder, der es abonniert hat. Also muss man... Okay. Also es ist nicht wie ein normales Spiel, was angekündigt wird. Da muss man ja nichts abonnieren, dass man ja irgendwas mitgeteilt bekommt. Ja, also ich habe... ein ganz normales Astragon-Spiel. Ja, aber... ja. Also ich hab's erst auf Instagram von Randy mitbekommen, wo er sein Schweinchen da vorgestellt hat. Da habe ich das erste Mal davon erfahren. Aber Randy, du hast doch schon relativ lang damit zu tun. Das war doch eigentlich bekannt, oder? Nee, ich hab's noch mitgekriegt, weil ich ja ein aktives Hunter Classic Abonnement hab. Da hatten die ja dann der Hunter Call of the Wild vorgestellt, mit der Beta und den Alpha-Gedöns da und alles. Das ist ja auch so, in keinen Release-Dings oder sonst was war es ja... Nee, bei GameStar und so war das gar nicht, ne? Das ist mir auch aufgefallen. Ja, wo ist denn Feld 9? Ach, da. Im ersten Moment habe ich ehrlich gesagt auch gedacht, das wäre einfach wieder so ein großes Update für das normale Hunter. Habe ich auch zuerst gedacht. Aber es ist doch schon irgendwie ein eigenes Spiel. Könnte eigentlich auch hier direkt. Der größte Unterschied zum normalen Hunter anders ist kein Abo-Modell. Ist aber halt okay, casual lassen. Nur einmal kaufen, 30 Euro und dann hast du es. Aber ich glaube, mittlerweile haben die wahrscheinlich einfach einen Rückgang gehabt bei den Abos. Kann so, muss nicht sein. Man merkt lass aber, auf Feld 9 fahren, oder? Ist aber auf jeden Fall... Können wir auch machen. Ist aber auf jeden Fall im Vergleich zum Classic Hunter sehr vereinfacht und auch sehr stark reduziert. Hau das schon mal an. Ja, ich wollte nur mal testen, ob alles... Aber vereinfacht klingt ja gut für mich. Ach, ist allgemein. Feld 9? Nee. Also jetzt sagen wir mal so, wenn das du jetzt... Das ist auch eine große Wiese. Wenn du jetzt das erste Mal mit normalen Hunter anfängst, dann kannst du mit Call of the Wild... Feld 19 gesagt. Ach, Feld 19. Aha, ja, aha. Das wäre hier vorne direkt. Also das, ich feiere das Game hart. Das macht so viel Spaß. Ja. Ich hatte letztens, ich habe damit angefangen zu spielen. Auf einmal sagt meine Frau, kommst du essen? Ich sage, ja, haben wir schon 18 Uhr oder was? Ich habe das gar nicht gepackt. Ich war die ganze Zeit nur am Zocken. Das hat so Spaß gemacht. Ja, und da habe ich vorne noch gerne gespielt. Vorne noch anmachen. Ja. Das Classic halt. Das Classic hatte ja immer große Updates. Es gab ja andere 2012, 13, es waren ja im Endeffekt, es war ja nie ein neues Spiel, es war ja immer nur ein riesen Update, was dann kam. Ja. Deswegen. Aber wenn du jetzt vom Classicen zu jetzt den neuen, da wirst du es richtig merken. Also es ist so, die Rezensionen sind jetzt auch nicht so. Jetzt auch nicht so pralle. Interesse danach scheint auch nicht so prall zu sein. Ja, ich glaube, 600 Bewertungen ist ja schon mal gar nicht so schlecht in kurzer Zeit. Nach der Hand, ha? Bei 600 was? 600 Bewertungen bei Steam. Ich glaube schon, also gerade international ist es, glaube ich, ein großer Erfolg. Aber das Spiel hat ein großes Problem. Einfach noch zu viele Bugs für ein fertig entwickeltes Spiel.
Das ist also teilweise verpackt wie Hulle. Das kennt man eigentlich von denen nicht, weil der Hunter, das normale Classic, das läuft ja rund. Gut, das existiert ja auch schon. Also wenn wurde das entwickelt, das normale, ich glaube 2007 und 2009 ist es rausgekommen. Läuft halt also runter. Es nervt halt tierisch, ne? Ja. Diese Bugs. Vor allem Multiplayer-mäßig. Das ist halt nervig. Und dass es heutzutage immer noch so viele Probleme im Multiplayer teilweise gibt, das verstehe ich immer. Das verstehe ich halt nicht. Ja, aber Multiplayer ist halt saukompliziert zu entwickeln, ne? Ja, aber mittlerweile muss man lernen, du musst berücksichtigen, dass die Leute langsame Internetverbindungen haben. Genau, das ist das große Problem. Die haben unterschiedliche Systeme und unterschiedliche Internetverbindungen. Und das muss so ultra kompliziert sein. Was meinst du, warum viele Simulatoren das noch nicht haben? Es ist einfach zu kompliziert. Scheint ja Giants super intelligent zu sein. Ja, aber guck mal, worauf das begrenzt ist, auf 16 Spieler, und das hat auch seine Gründe. Ja, und ehrlich gesagt finde ich es gar nicht so gut, wie sie es jetzt gemacht haben. Bei der Hunter klappt es ja nicht mal, wenn du zu zweit auf der Karte rumrennst. Also mit 16 Spielern spielst du der Hunter auf der Karte aber auch nicht. Ja, der eher ja aber guck dir mal an, grafisch ist ja der Hunter, glaube ich, gar nicht zu vergleichen mit hier LS zum Beispiel, oder? Ja, aber Grafik hat ja wieder wenig mit Multiplayer zu tun, ne? Die wird ja quasi lokal berechnet. Und dann lasse ich es mit dem Multiplayer, wenn es nicht geht. Oder wenn ich es nicht hinkriege. Ich habe eine Frage. Ja. Wir haben Flügen aus. Ja. Okay. Das erklärt warum? Warum kein Flug da steht. Ich wollte nämlich gerade pflügen und da war kein Flug da. Also ich bin ehrlich, ich habe keinen Bock, Feld 3 zu pflügen. Bisschen hardcore, glaube ich. Am besten mit so einem 40 PS und 2 Schaden. Also lassen wir es weg, okay. Aber also Ansgar, das ist ja nicht böse gemeint, aber dieses mit dem Multiplayer, es nervt halt einfach, du kaufst dir das Spiel. Ja, ich verstehe das aus Käufersicht schon. Ich gebe das nur zu bedenken, aus Entwicklersicht. Richtig, aber es muss doch irgendwann mal funktionieren. Wie gesagt, irgendwann ja, muss man irgendwann wird das auch funktionieren. Aber du kannst doch aber kein fertig entwickeltes Spiel mit so vielen Problemen, was Multiplayer anbietet. Ja, ich auch. Was ein Multiplayer-Modus alles anbietet und sagt, das Spiel ist fertig. Mit so viel Bugs. Ich glaube auch nicht, dass als einfaches Beispiel Euro Truck Simulator 3.500 Leute auf einem Server. Dann kann man in den Städten auch scheiße, wenn mehr Leute da sind. Sind aber auch nicht nur 5 Leute da, oder 10 Leute. Aber ist egal, ist eine riesen Map, die mit 3.500 Leuten funktioniert. Geht's bei dir aus? Guten? Ja, jetzt bin ich leer. Es werden mit Sicherheit bestimmt nur immer diese einzelnen Zonen berechnet, wo sich halt gerade welche aufhalten, aber trotzdem funktioniert es ja irgendwie. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die halt Entwickler von Hand das kleinste Budget hatten. Aber nichtsdestotrotz, Ansgar, sind es auch nicht die großen, komplizierten Sachen, die nicht funktionieren, sondern die kleinen Sachen. Ja. Und das ist das, was so nervt. Es ist ja so was, wenn du jemanden nachjoint hast, kein Sound. Deine Waffe schießt nicht. Dann irgendwie glitscht dein Handy, dein GPS-Gerät die ganze Zeit von oben nach unten, das sieht auch pervers aus. Ich weiß nicht. Ja, das ist so ein typischer Fall von Geld war alle. Also ja, unterstelle ich jetzt einfach mal. Geld und Zeit, ja. Ja, das ist ja Geld ist ja Zeit. Also. Und dann auch die Geräusche, du hast immer volle Geräuschkulisse. Wird dir unten rechts angezeigt. Also schon alleine. Nicht einzubauen, dass man zurück ins Hauptmenü kann. Ja, das nervt ja auch. Sondern jedes Mal das Spiel beenden muss. Also da fehlt es mir... Also das hat ja jetzt nichts mit Multiplayer zu tun. Aber also da frage ich mich, was haben die für Partys gefeiert oder was haben die geraucht? Ist wie beim LS, Passwort falsch eingegeben, Spiel neu starten. Zerstört sich das Spiel. Nein, aber wie gesagt, du kommst nicht ins Hauptmenü zurück. Du musst das Spiel jedes Mal komplett schließen. Also da fehlt es mir echt am. Und dass da die Leute irgendwo sauer sind oder dass das dann schlechte Sachen nach. Aber das sind auch einfache Sachen. Das hat ja jetzt nichts mit irgendwelchen. Verstehe ich halt auch nicht so richtig. Keine Ahnung. Ja, ich finde es auch traurig. Ich meine, das ist ja nicht das einzige Spiel gewesen. Gucken wir mal nach 2016. Notruf war nix. Und Fernbus-Simulator war auch nix. Also. Der Simulator ist jetzt langsam erträglich, nach einem halben Jahr. Ja, spielt auch keiner mehr. Ja doch, es spielen schon noch ein paar Leute und es kaufen sich auch immer mehr Leute. Also langsam verkauft sich das Ding, aber ein halbes Jahr danach finde ich schon wirklich... Also hätte ich anders gemacht als Publisher, hätte ich noch ein bisschen Geld geschoben. Was wollt ihr denn angesehen haben auf der 18?
Müssen wir auch gucken, was wir brauchen, oder? Ich würde ja mal Info gerne Mais machen. Ja, ich würde auch sagen Mais. Ohne Häcksler? Oh Gott. Der Mais ja, haben wir ja auf der 4. Ja, auf der 4 haben wir ein ganzes Feld voller Mais. Ja. So. Dann macht auch keine Ahnung, was fehlt im Lager? Ich hätte jetzt Bohnen gemacht, tatsächlich. Na dann. Können wir auch. Wir haben noch andere Felder. Auf die 3 könnt ihr dann entscheiden. Wie viel Heu brauchen wir? Wir hätten vielleicht die lange Bahn fahren sollen, Ansgar. Ja. Jetzt ist zu spät. Ja. Obwohl wir können auch noch. Ja, also jetzt macht's auch. Würdet ihr schätzen, nee, wie viel Hektar fällt dabei? Das ist wahrscheinlich sogar die lange Bahn. Guck mal, weil da ist noch eine Straße dazwischen. Die Schätzung dann beim Montag. Okay. So, wir sind dort. Gut. Ich würde sagen, wie es weitergeht, wie es weitergeht, seht ihr am Dragon Monday. Bis dahin freuen wir uns alle schon auf die nächste Folge und sagen Tschüss. Tschüss.